Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Plätti und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Farm World. Ja, letzte Folge haben wir mein Auto da vom Unfallort weggeschafft. Und heute fahren wir ein bisschen mit dem Buggy vom Händler um, dass wir ein bisschen schauen. Ja, und schauen wir mal, was so abgeht. Das ist mein neues Auto hier in der Wahl, solange ich noch kein neues hab. Bin gespannt, ob er irgendwas herausfindet wegen dem alten Auto, weil irgendwie, das war echt suspekt. Weil normalerweise bleibt keine Lenkung stecken. Da war jetzt was anderes, da war kurz ein Server-Lag. Ja, den Herrn Verlust haben wir kennengelernt. Dann schauen wir mal kurz. Okay, der Weber ist echt drin, der Kleine ist echt drin im Büro. Den Herrn Verlust haben wir kennengelernt. Der weiß ja auch nicht, was der machen wird. Da, aber werden wir schon sehen. Plotzki mit seiner fetten Maschine. Ach, schön. Was? Ich rauch mal kurz. So. Ach ja. Ja bitte, Weber hier am Telefon, hallo. Hallo, Weber. Ja, mit Ihnen habe ich doch schon geredet. Oh, Herr Verlust. Woher haben Sie meine Nummer? Okay, ich bin hier nämlich gerade an dem Hof und da steht eine Telefonnummer an der Tür und das ist anscheinend Ihre. Ja, genau. Ja, bin in ein paar Minuten bei daheim. Bin da. Okay, dann reden wir, wenn Sie wieder am Hof sind. Ich habe ein paar Sachen, die ich Sie fragen möchte. Okay, bis gleich. Okay, ist gut. Oh Gott. Das ist der Haverer bei mir, der Arme. Ah, der Stefan. Oh Gott. Internet ist da. So, okay, fahren wir da rauf. Steht das hier mit seiner komischen Kiste da oben. Da muss echt langsam einer von. Oh, so. Grüß Gott, Herr Verlust. Grüß Gott, Herr Weber. Ja, ich weiß nicht, ob wir das vorher schon geredet haben. Ich bin ja Chef der Verlustig Enterprises GmbH. Genau, das haben Sie schon gesagt. Ah, das haben wir geredet, ja. Und ich kaufe landwirtschaftliche Erzeugnisse. Okay. Ja, und das ist so, ich habe die Mühle hier in Kirchen gekauft, ich möchte auch die Bäckerei gern kaufen, aber da bin ich noch am, ich muss mir erstmal hier zurechtfinden ein bisschen. Und früher oder später will ich hier eine Suppenfabrik, denn ich, wie Sie wissen müssen, ich esse unglaublich gerne Gemüsesuppe. Also das ist hier, das gibt es nichts Besseres. Und auf jeden Fall, das kommt hier wahrscheinlich dann später, je nachdem wie hier die Landwirte. Ich war hier schon bei einem, hier beim Bauunternehmer, bei dem Herrn irgendwas Bobby oder wie? Ja, der Herr Schäfer, mein Chef. Ah, okay, Sie sind auch am Bauhof tätig. Ja, genau. Ich war okay. Ein bisschen geholfen, deswegen schaue ich auch noch so aus, tut mir leid. Okay, und hier beim Herrn, bei dem Bohlen, beim Plotzki. Genau, und auf jeden Fall, ja, ich kaufe momentan, was ich aktuell anbieten kann, das kaufe ich, wenn Sie mir, hier haben Sie eine Karte von mir. Dankeschön. Wir kaufen momentan, wir verarbeiten für Weizen und Gerste zu Getreideschrot, also zu Gerstenschrot oder Weizen-Getreideschrot. Mhm. Das verarbeiten wir nur, wenn Sie das als Futter wieder zurücknehmen, das verkaufen wir nicht für Sie. Okay. Oder wir verarbeiten für Sie Roggenmehl, Hirsemehl oder Weizen natürlich. Oder wir können es auch direkt für Sie weiterverkaufen. Wir zahlen tagesaktuelle Preise. Okay, cool. Schön zu wissen. Anfang des Jahres können wir, wenn Sie wollen, Verträge machen zu dem Preis, der da ist. Oder Sie können eben tagesaktuelle Preise haben. Okay. Je nachdem, wie Sie es haben wollen. Ich habe halt nur gesehen, dass es in der Landwirtschaft ist und hier stehen Maschinen. Ich bin da kurz durch Ihre Halle gegangen, genau. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Sie da Getreide anbauen. Dann haben Sie ja eine Sämaschine und den Gruber, ne? Ja, aktuell habe ich nur Raps auf meinen zwei Felder. Weiß jetzt nicht, ob Sie Rapsöl oder sowas auch noch anbieten, aber
Ja, momentan nicht, das kann alles noch kommen, aber momentan eben kann ich damit nichts anfangen. Ja, deswegen, also bei mir ist aktuell nichts, was ich ihnen weiterverkaufen könnte, aber ich werde sie auf sie zurückkommen, wenn sobald da unten ein Getreide angebaut wird. Okay, okay. Okay, da sie am Bauhof arbeiten, gehe ich davon nicht aus. Also ich brauche hier vielleicht früher oder später noch eine Arbeit, aber gut. Ja. Ja. Auf jeden Fall, Herr Weber, so, jetzt habe ich den Namen einmal nicht vergessen. Herr Weber, danke einmal für das Gespräch. Wie gesagt, Karte haben Sie, habe ich Ihnen schon eine Karte gegeben? Ja, genau, haben Sie schon. Okay, ja, auf jeden Fall, aber dieser von heute, vom Frühjahr, dieser Mechaniker, der, wie heißt der schnell? Der Herr Huber. Das ist schon ein unfreundlicher Typ, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, was er an meinem Kleidungsstil auszusetzen hat. Ich weiß es auch nicht. Ich sehe, da wo ich herkomme, ist das der neueste Trend. Berlin? Nee. Monaha. Aus Hamburg. Ah, okay. Okay, ja, das verstehe. Ja, Hamburg. Ja, ursprünglich. Ich war jetzt zuletzt, weil ich bin ganz Deutschland unterwegs. Zuletzt war ich in Köln. Also mein letztes Zuhause war in Köln. Ich habe jetzt hier eine Wohnung gekauft. Eine neu renovierte Wohnung mit Holzheizung. Muss ich sich vorstellen. Angeblich der Vorbesitzer, dem ist die Ölheizung in die Luft geflogen. Jetzt habe ich eine Holzheizung. Okay, ja, ja. Aber stimmt das hier, dass es hier einen Polizisten gibt, der nicht so gut drauf ist meistens? Er ist skeptisch zu Neuen, sagen wir mal so. Ja, den habe ich aber noch nie gesehen. Ich habe ja schon viele Leute getroffen, aber Polizisten habe ich noch keinen gesehen. Ja, der Herr Kreiner, der ist aktuell noch an meinem Autounfall zugange im Büro. Und der kommt da selten raus. Und wenn... Eins kann ich noch versprechen, wenn Sie Brennholz brauchen, das ist Ihr Mann. Der Herr Kreiner? Ja, genau. Der Herr Kreiner hat selber keinen Bauernhof, wohnt oben in der oberen Siedlung, hat aber einen Traktor mit einer Kiste und einer Motorsäge und macht schönes Brennholz. Ja, das ist gut zu wissen. Genau. Gut, Herr Weber, ich bin dann unterwegs. Ich muss zu meiner Mühle in, hier, Dings, wie heißt das? Fichtal, genau, über das haben wir schon mal gesprochen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ich muss zu meiner Mühle in Fichtal. Ja, mit dem Auto sind sie schon. Und dann nach Ehrengrad. Und genau. Ehrengrad? Ich noch zu meiner Mühle. Genau. Frage, wissen Sie, wer einen Hof habe ich hat? Jetzt? Das weiß ich aktuell leider nicht. Das nächste Mal, wenn Sie von Ehrengrad zukommen, möchte ich das bitte wissen, weil ich habe früher mal auf den Hof bewirtschaftet. Das würde mich gerne interessieren. Ah, das ist interessant. Ja, ich werde mal umhören, ja. Und ich bin dann ein paar Tage hier wahrscheinlich nicht in der Stadt, aber telefonisch bin ich immer erreichbar. Wenn Sie was brauchen, ich bin immer erreichbar, ne? Okay, passt. Jo. Also Herr Weber, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ich fahre dann wieder nach Fichtal und nach Ehrengrad. Okay. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. So, die muss jetzt einmal kurz zum Bauhof. Ich fahre mal. So, dann fahren wir mal. Gib ihm. Ich werde mal kurz meinen Bruder anrufen. Ich werde mal den Berger anrufen. Vielleicht kennt er den Havara. Servus Berger! Ja. Hey Lukas! Servus! Kraft! Ich hab Sorgen gehabt die Wochen, das glaubt man selber nicht. Ja, warum? Was passiert? Die Sonderzulassung, die kannst du haben lassen. Okay, warum? Was war Sonderzulassung? Achso, vom Auto? Ja. Die haben wir schon weggeschickt. Oh, scheiße. Ja, so. Gut, das ist jetzt hinfällig. Ja, warum? Los? Ich hab einen Autounfall gehabt. Na, ja. Mit der Pritschen? Ja. Oh, Mann, ja. Aber so ein Autounfall, dass die anschreist. Ja, und der korrupte Bürgermeister wollte mir das Geld für den Einsatz abknüpfen. Ja, wo bist denn du hingezogen? Das ist ja Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Andere Frage: Sagt deiner Name Verlust was? Nee, nicht wirklich, warum?
Pass auf, Fichtal ist gleich neben dir, gell? Die Wirtschaft. Ja, es muss nicht irgendwo sein, ne? Hä, der dem Karton gebe ich die Mühle dort. Echt daraus? Ja. Habe der. Ja, schau, hör dir ein bisschen um. Frag einmal, wie er so ist, weil der ist jetzt zu uns angekommen. Okay, was. Achso, okay, der ist also. Ja, und irgendwas schauen, in, ne? Und der hat da eine Mühle in Erlen gerade da. Das, ich habe ihm gleich gefragt, wie wer unsere Höfe jetzt bewirtschaftet. Okay. Ja. Das ist interessant. Ja gut. Das ist interessant. Na gut, schau, dass du nicht umbringst das nächste Mal. Ja. Probierst. Also das nächste Mal. Ja, ja, na. Passt, okay. Gut. Danke, ciao. Grüß euch! Das ist ein Wahnsinn. Herr Wehwagen, ist gut? Was ist denn da los? Warte mal, ja, wir tun mal gerade das alte Gerät da auf Leistung testen. Okay. Perfekt. Na, ja, eigentlich bin ich hergefahren, weil ich gehofft habe, dass die Schaufel. Das ist ein uralter Rotloader. Ja. Und bei dem safteln die Hydraulikzylinder. Jo. Und das siehst, die fangen aber nur zum Safteln an und los. Jetzt habe ich gehofft, dass seine Schaufel auf den Rotloader passt, dass ich da irgendwas einladen kann und gescheiter los tue. Die passt aber leider nicht. Jetzt drücken wir da gerade mit dem Kran drauf und simulieren so die Lust. Okay. Wow. Und genau da auf beide Seiten saffelt es aus. Oh, bist der Bart, das ist schmierig. Die fressen. Oh ja, da saffelt es gut. Brauchst du einen Rotloader? Uralt? Na, ich brauch ein Auto. Ah, der ist eh nicht zu verkaufen. Boah, der ist. Alter, jetzt hab ich kurz gedacht, jetzt hat er mal kurz die Kraft nachgelassen, ne? Der ist nur zum Herrichten, der ist eh nicht zum Verkaufen. Mhm. Aber er schaut cool aus. Ist der Bart. Der ist aber himmel alt. Ja, aber heute ist. Alt hast du gleich schlecht. Bei dem steigst du ein, genau da fuhren. Ja, ist trotzdem nicht schlecht. Ja, himmel alt halt nicht, aber. Erfüllt anscheinend seinen Zweck, sonst hätten der Besitzer wahrscheinlich nicht. Na, den Ketten da. Aber siehst du, was das für Konstruktionen sind? Allein, ja. Dass die Fuhren hin und her bewegt, schau dir das an. Da was? Bewegt sich der ganze Arm. Alter. Den Ketten da. Ah, von wo ist denn der nochmal? Boah, weiß ich nicht. Aber sag nicht, drei Orten oben weiter, drei Ortschaften weiter und nur mehr ums Eck. Arsch der Welt. Ich hab gedacht, der ist bei der Mühle gestanden. Na. Boah, der Haverer. Alter, der Haverer. Uwe, pass auf. Der Hund, den hast du zum Fressen gern, den Haverer. Ja, den Trottel, der mit den roten Schuhe. Ja, ja. Leck. Der war gerade bei mir am Hof, Alter, leck mich am Arsch. Ist der Alwe noch da unterwegs? Ja, ja, der hat die Mühle da gekauft, der Trottel. Ja, weil den sieht, der fällt zusammen. Ja, ja, passt. Ich frage mal den Bobby, ob er Hilfe braucht. Ja. Herr Weber, du mir singen, sie fahr jetzt wieder in meine Werkstatt rein. Ja, ja, passt. Ciao, Stefan. Ja, was, bitte. Hallo, Bobby. Über die Ehre. Passt Arbeit für mich? Ich tue gerade den Kramwagen leer machen, weil, falls wir ihn das nächste Mal brauchen, dass er einsatzbereit ist. Ja, ja. Alter, verfolgt. Leider, wie es so üblich ist bei uns da in Kirchen, ist wieder so ein billiger Kramwagen. Dass du da mal eine gescheite Blucht oder hebst. Apropos billig, hab Kranwagen. Danke, dass du mir erinnerst. Ich muss eine Rechnung schreiben an den Herrn Johann. Ja? Ich war Dünger bei ihm. Ah, ja, ja, das ist aber gut. Ja, dann musst du eine Rechnung schreiben. Herr Schwein, hat mir der Kreiner erzählt jetzt vor kurzem. Herr Schwein, der Kreiner kriegt dann kein Geld. Ja, ich auch nicht. Ja, hallo, ja. Hab ich mit dem Herrn Johann telefoniert. Was du sagst, sag Gott. Na. Auf meine Frage, wann der Lohn endlich kommt. Ja, was? Doktor, Herr Schäfer, Sie müssen einmal gearbeitet haben, damit Sie Geld kriegen. Alter, zur Aussage. Alter. Wir haben schon in der Zeit, seit wir da sind, gell? Ja. Zwei ganze Sachen gebaut. Ja. Großbaustellen. Eine riesen Werkstatt, wo so viele Stunden draufgegangen sind. Ja. Und ein Haus für den Herrn Kreiner. Ja. Ja, das sieht er wieder nicht. Na. Hey du, ich muss kurz Mosa kurz anrufen. Ich geh ein bisschen weg, gell? Ja. Servus.
Servus, Johann. Was, Johann? Da haben Sie sich verwirrt, ah, ja. Sorry, Jürgen. Servus, Jürgen. Hier ist der Jürgen, du. Entschuldigung. Ja, Herr Jürgen, hey, wie viel kostet bei dir Dünger? Ein Dünger? Ja, sag mal 100... Hast du Big Bag oder Palette? Palette. Was ist mit dir passiert? Ein bisschen im Schwärmland gewesen, hä? Nee, du, ich war auf Urlaub, weißt du ja. Ah, genau. Haben sie dir gleich die Sprache ausgebaut, oder wie? Ja, natürlich, du. Weißt du ja, wie es ist. Ich hab das ein bisschen übernommen von meinem Azubi, ne? Ach so, ja. Naja, warte mal, wo ist die Scheiße hier im Sortiment? Mensch. Warte mal, wo ist die Scheiße hier? Hast du den Lizard-Mineral-Dinger oder den normalen? Ich hab. So, muss ich kurz selber schauen. Du hast bestimmt, die hat da bestimmt einen Lizard verkauft, ne? Fertige Palette. Mit 1050 Litern. Der hat mir den Lizard verkauft, genau. Ja, was der kostet im Einkauf bei uns. Ja, okay, das werde ich dir jetzt nicht sagen, ne? Aber wir verkaufen ihn so für 2100, 2200 Euro. Kommt immer drauf an, wie der Preis gerade ist, ne? Passt, okay, na, bei ihr bei Rechnung von euch um 4600, das passt schon, ja, passt. Ja, da kommt hin, weißt du, da kommen ja noch so. Betriebskosten hinzu und deswegen. Ja, und wie viel verlangst du für den Dünger an sich? Für den Big Bag, also für den großen, dass ich das weiß, weil den habe ich beim Johann verbraucht, dass ich weiß, wie viel der im Einkauf ist für mich. Im Einkauf? Der große, ja. Aber nicht der kleine Big Bag. Ja, der 1000 Liter Big Bag. Ne? Ja, genau. Ja, der kostet, ja, den verkaufen wir so für 1950. Okay, aber passt. Im Einkauf kostet er mir ein bisschen billiger, aber nicht ja, viel. Ja, ist klar. Also, das ist fast 1 zu 1. Verständlich, ja. Okay, das heißt, dann mache ich einfach 1820. Du, Huber. Na? Hast du schon gehört Huber, ja, ist ja alles immer das Gleiche ja. Hier. Vom Herrn Verlust, ja, habe ich schon gehört. Ja, haben Sie schon von dem komischen Vogel da gehört? Ja, das ist mal. Da bin ich gespannt, der sieht ein bisschen komisch aus, weiß nicht so ganz, ne, aber der hat die alte Mühle gekauft. Ja, das wird spannend, das wird wirklich spannend. Ja. Na gut, dann sag ich Dankeschön. Na bitte. Ciao. Wiederhören. Herr Weber! Ja? Haben Sie gerade Zeit? Freilich. Komm uns bitte einmal mit dem Bagger zur Feuerwehr rüber. Mit dem Bagger, mit dem normalen oder mit dem... Ja, okay, ich komme einfach mit dem Unimog. Mit dem Bagger. Komm uns einmal zur Feuerwehr rüber, bitte. Ja, passt. Moi. Passt, danke. Ciao dabei. Ciao dabei. Nach da oben hin. So. Dann muss ich kurz einmal den Herrn. Ich muss die Rechnung schnell fertig machen. Neue Rechnung. An den Alba Johann. Da war einmal. Düngen. Wo ist denn Düngen? Ernten, Schwerden, Pressen. Zusätzliche Kosten einmal. Da machen wir. Einfach 5. Das heißt, 5 sind zweimal, sind 500 für den Dünger. Machen wir ein bisschen billiger. No, wo ist denn Düngen? Ernten, Häckseln, Mähen, Zettern, Schwadern, Pressen. Gibt's ja nicht. Ist ob da nirgendwo Düngern ist. Steine sind Pflugen, Gruben, Mulchen, Seen. Walzen, Striegeln, Forschen. Organischer Dünger. Künstlicher Dünger. So. Völltommer gehabt. Einmal. Das 156er Feld auswählen. Hinzufügen. Dann haben wir einmal gehabt das 150er. Zufügen. Und noch einmal das 49er. Das einmal hinzufügen. So. Da muss ich noch. Warte mal. Bin weg. Dann machen wir das so. Dünger. Und da schreiben wir noch 5 mal her. So, perfekt. Hinzufügen. So. Nee. Digga. 5. Dünger. So.
Ach, egal. So, Rechnung stellen. So, dann fahren wir wieder mal Orbe. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge fertig. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nicht mehr zu verpassen. Und dann sagen wir mal Tschö mit Ö, Ciao mit V. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Farmworld wieder. Bis dann, euer PlayTV. Servus!